Hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Stefan und heute geht es um Headtracking. Ja, wie ihr seht, habe ich schon die Programme offen, die man braucht. Das heißt, schön in die Beschreibung reinschauen, runterladen, los geht's. So, zunächst einmal würde ich hier mit dem AI-Track beginnen. So. Wenn man das direkt nach dem Download öffnet, kann man es dort, wo es ist, direkt gleich starten. Und bei Konfiguration, da sucht ihr euch einfach die Kamera aus, die ihr habt. Man kann noch mehr auswählen, bei mir ist es die 0. Und zwar, ich habe jetzt hier noch die Standard-Sachen drin gelassen. Alles Standard. Nur Modelltyp habe ich auf Fast geändert. Man kann auch Calibrate Face machen, hilft auch einem. Hier, Exposure ist quasi die Helligkeit und hier auch die Genauigkeit. Custom Brightness habe ich eingehakt und so sieht es bei mir aus. Das da oben habe ich so standardmäßig gelassen. Bin einfach auf Apply und dann, wenn man das schließt, kommt man hier rein und dann Start Tracking und schon seht ihr hier, Kamera läuft. In meinem Fall ist es die PlayStation 3 Kamera und ihr seht, wenn es genügend hell ist im Raum, dann klappt auch der Übertrag sehr gut und die Kamera darf nicht zu weit weg sein. Das ist hier unterm Tisch, deswegen passt es und ja. So, parallel kann ich euch noch mal sagen, hier Open Track. Hier kann man sagen, ich habe jetzt hier den LS22. Ich habe den LS22 einfach so drin gelassen, die Einstellung, und hat auch gleich beim LS25 gleich geklappt. Ja, aber man kann hier auswählen, was man hat. Zum Beispiel ETS habe ich auch gespeichert und natürlich Profil. Hier kann man neue Config anlegen. Wenn man jetzt einfach mal Open aufmacht, dann sieht man hier, da habe ich einfach paar Ordner drinnen, paar INI-Dateien, genau, paar Config-Dateien. So. Wichtig ist, wenn man sich das dann hier eingibt, bei Optionen, da hat man hier normal die Shortcuts, hier Outputs, kann man gucken, was denn rausgehen soll. Und natürlich hier bei Game Detection, welches Spiel. Klassisch auf die drei Punkte gehen und dann natürlich in dem Fall auf C, Programme 86, also. Ich habe es jetzt, wie gesagt, als digitale Version, dann im Ordner 64, dann Farming Simulator 2025 Game Exe. Natürlich müsst ihr gucken, welche Exe, wo ihr die habt, bei Steam und so weiter und so fort. Da geht es ja, glaube ich, über Common und so weiter. Aber die Steam kennen, die können relativ leicht herausfinden, wo die ihre Exe-Datei finden. Beziehungsweise kann man noch googeln. Fertig. So, dann hat man das quasi mit dem Spiel schon mal verbunden. Und wichtig zum Testen. Kamera an, dann gucken, so wie ich in die Kamera reingucke, beziehungsweise so wie ich im Monitor gucke, so möchte ich ja nachher auch im Traktor schauen und dann halte ich mein Gesicht so und in dem Augenblick, wenn ich mein Gesicht in der Position habe, die ich gerne auch nachher als Standard haben möchte, ich auf Start. So. Und dann, hier seht ihr, was ich hier an Plan gegeben habe, jetzt bin ich drin und ihr seht, es bewegt sich. So, ich gehe auf Mapping und hier das Jaw. Das ist das links rechts gucken. So, 180 Grad ist, wenn ihr im Traktor da hinten schauen wollt. Das heißt, ihr könnt sagen, okay, am Anfang will ich gar nicht eine Bewegung haben. Das heißt, ich mache hier vielleicht am Anfang die Kurve ein bisschen flacher. Das heißt, wenn ich mich ein bisschen bewege, gibt es zwar einen Ausschlag, aber die Kamera wird sich minimal bewegen. Und erst wenn ich dann ein bisschen weiter drehe, seht ihr, wupp, auf einmal geht es schneller und ich bin 90 Grad ist rechts rausgucken, jetzt bin ich schon quasi halb nach hinten und wenn ich so mache, gucke ich ganz nach hinten. Das heißt, so kann ich 180 Grad gucken, aber wenn ich so gucke, sage ich, okay, da sehe ich jetzt immer noch den Monitor und ich sehe dann quasi beim Fahrzeug hinten aus. Das kann man alles nochmal gestalten, man kann auch sagen, okay, nee, ich möchte ein bisschen sofort zurück, man muss gucken, dass die Kurve auch halbwegs noch Kurve ist. So, wenn ich da jetzt gucke,
Bin ich hinten. Das heißt, ihr müsst aufpassen. So, alles okay. 45 Grad ist quasi so, ich gucke schräg vor zum Auto und so weiter. Also, das ist die Seite. Komischerweise gibt es immer, linke Seite geht bei mir nicht so gut wie rechts. Also muss ich bemerken, im Spiel rechts ausgucken. Pitch, ich glaube, das war das Pitch nochmal. Oh, ja, hier genau. Hoch 100 Pitch. Mit dem Kopf hoch 100. Da wollt ihr auch gucken. Okay, 80 Grad hoch. Oder auch runter. Ja? Einfach einstellen, wo ihr dann sein wollt. Dann bei X, das ist quasi, ich will ein bisschen links rechts gucken. Genau. Und Y vor und zurück. So, das kann man ein bisschen flacher machen. Genau. So, dann aber auch okay. Und dann ist das Ding soweit fertig. In dieser Einstellung lassen. Jetzt gucken wir mal, das muss Spiel gestartet bekommen. So, da sind wir jetzt im Start vom Spiel. Wir gehen in die Optionen und hier wichtig Head Tracking an. Da gehen wir wieder raus. Dann starte ich einen Spielstand. Wie gesagt, wichtig, es sollte hell sein in dem Raum und man sollte quasi so gucken, wie wenn man ja im Traktor geradeaus gucken würde und dann erst den Open Track starten. Ich habe jetzt noch nicht groß getestet, was es bringt, wenn man das Standard, also es gibt ja auch eine Head Tracking Rücksetzungs Befehl im LS. Habe jetzt noch nie gemacht. Ich habe meistens immer dann den Open Track nochmal gestoppt, nochmal die Position vom Gesicht, dass es passt und dann fertig. Genau. Wichtig ist auch, man soll auch die Sitzposition von der Tiefe her auch schon richtig haben. Nicht, dass man dann später im Stuhl weiter nach hinten rutscht und dann automatisch dann quasi im Spiel hinterm Fahrer landet. So, also jetzt sind wir hier drin. Und ihr seht, funktioniert gut. Ich drehe mich links, rechts. Alles gut und das andere in die Maus, ne? Weil es sucht ein bisschen, das ist jetzt wieder steile Kurve. Je steiler die Kurve, desto schneller geht es da hinten. Und wenn ich ein bisschen smoother haben möchte, passt es. So. Und irgendwie, wie gesagt, ich habe den Fehler mit der linken Seite. Wenn ich links gehe, dann gibt es manchmal Probleme, wenn ich mich zu schnell bewege mit der Kamera. Aber so ist doch in Ordnung. Und ja, hier ein bisschen reingucken. Was sagt denn hier so? Okay. Zeit wieder stoppen, damit es nicht zu schnell geht. Genau. Allerdings, wenn man dann rausgeht, dann funktioniert es leider nicht. Und dann können wir mal gucken. Nehme ich mal ein anderes Fahrzeug, was Cabrio-mäßig unterwegs ist. Ja, und einsteigen. Und hier habe ich ja wieder die Möglichkeit zu gucken. Funktioniert. So. Ich hoffe, es war für euch soweit ein gutes Erklärvideo und ihr könnt damit was anfangen. Kommt gerne auf meinen Discord vorbei und dann kann ich euch zeigen, wenn es zu Probleme gibt, wie wir da ein oder andere Problem lösen können. Und in diesem Sinne war es das. Und bis zum nächsten Mal. Euer Stefan. Ciao, ciao.